Nach dem Attentat in Österreich ist dort die Stimmung sehr angespannt. Das spürt man europaweit und natürlich auch hier in Deutschland. Dementsprechend sollten wir uns alle in der Pflicht sehen, Spannungen abzubauen. Relevante gesellschaftliche und politische Akteure sollten sich hierbei natürlich am allerersten angesprochen fühlen. Leider werden europaweit Aussagen getätigt, die einem gehörig zu denken geben. Gewisse Akteure wittern jetzt ihre Chance, um ihre repressive Assimilationsagenda voranzutreiben. Man kann sogar sagen, um sie auf die Spitze zu treiben. In Frankreich prescht der Innenminister mit einem Gesetzesvorschlag voran, bei dem es darum geht, dass Patienten, die sich weigern, von einem Arzt des anderen Geschlechts untersucht zu werden, mit 5 Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe von 75.000 Euro rechnen müssen. Das Gesetz soll angeblich islamistischen Separatismus entgegenwirken. Ein Kampfbegriff, den Macron in seiner Rede zum 5-Punkte-Plan verwendete. Mit dem Begriff islamistischer Separatismus bzw. mit den Maßnahmen, die darauf jetzt folgen sollen, suggeriert Macron, dass die Muslime in Frankreich Feinde der Republik seien, sich abspalten und Teile des französischen Staatsgebiets für sich beanspruchen wollten. Seine Rhetorik erinnert stark an die gängigen Verschwörungstheorien rechtsradikaler Akteure, die seit Jahren von einer sogenannten Islamisierung des Abendlandes und einem großen Austausch warnen. An dieser Stelle wird natürlich eingewendet, es geht nicht um normale Muslime, sondern um Terroristen. Doch komischerweise betreffen die vorgeschlagenen Maßnahmen, die dieser vermeintlich militanten und radikalen Minderheit Einheit gewähren sollen, die Gesamtheit der Muslime und stehen in keinerlei Zusammenhang zu dem angeblichen Problem. Sogar Nicht-Muslime sind von diesen skurrilen Verbotsforderungen betroffen. Rimsara Alouane, eine französische Wissenschaftlerin, die sich unter anderem mit bürgerlichen Freiheiten in Frankreich befasst, sagte sehr treffend dazu, dass es auch Frauen gebe, unabhängig von ihrem Glauben, ihrer Religion, ihrer Weltanschauung, ihrer Lebensphilosophie und so weiter, die es aus vielen Gründen vorziehen, von einer Frau behandelt zu werden, wenn sie zum Arzt gehen. Wie kommt man also darauf, etwas so Unsinniges zu fordern und das Ganze bei Verstoß auch noch mit 5 Jahren Freiheitsstrafe zu ahnden? Schauen wir kurz mal nach Österreich. Dort kündigte Kanzler Kurz an, einen Strafbestand politischer Islam einzuführen. Dabei ginge es um Leute, die selber keine Terroristen sind, aber durch ihre Denkweise angeblich den Nährboden für diese schaffen würden. Konkret würde ein solcher Strafbestand also Gesinnungsparagraphen nach sich ziehen, der Gedanken kriminalisiert und durch eine Gesinnungspolizei verfolgen lassen würde. Dass jetzt ein Strafbestand für eine weltanschaulich-politische Gesinnung gefordert wird, ist ein Novum. Wann hat es das letzte Mal hier in Europa gegeben? Da sollten einen die Alarmglocken angehen. Die Ankündigung von Kanzler Kurz hat, glaube ich, alle vom Hocker gehauen. Und weil das Ganze ein so dramatischer und folgenreicher Schritt wäre, blieb dies auch nicht einfach unkommentiert. In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung hieß es: Damit würde eine Gesinnung zum Delikt erklärt werden. Weiter heißt es: Österreichs Regierung will nicht nur ein Handeln unter Strafe stellen, sondern bloßes Denken. Dem stehen zu Recht nicht nur die österreichischen, sondern mit großer Klarheit auch insgesamt die europäischen Rechtsstaatsprinzipien entgegen. Ein Staat, der Menschen allein wegen vermeintlicher Gedanken einsperrt, das ist eine Horrorvorstellung. Und mal abgesehen davon handelt es sich um eine Sonderregelung, die einzig und allein für Muslime gelten würde. Und auch hier haben viele Nicht-Muslime unter dem Hashtag Christentum bzw. politisches Christentum auf diese Problematik deutlich aufmerksam gemacht. Die bisher geforderten Maßnahmen in Österreich und Frankreich sind eindeutig gegen den Islam selbst und gegen alle Muslime gerichtet. Man geht sogar so weit, dass man ihnen vorschreiben möchte, welchen Arzt sie aufsuchen sollen und was sie denken sollen. Die bisherigen Forderungen, allen voran aus Österreich und Frankreich, lassen leider nichts Gutes erahnen. Für die Zukunft. Es scheint fast so, als ob die Geister der Vergangenheit Europa erneut heimsuchen würden. Und nein, mit all dem möchte ich nicht sagen, dass es dem Staat nicht legitim ist, seine Bürger zu schützen und solchen Angriffen vorzubeugen. Doch anstatt eine ganze Religions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaft zu kriminalisieren, sollte man doch eher dort ansetzen, wo es Sinn macht. In Österreich kann man sich zum Beispiel vor allem die Frage stellen, ob der Angriff nicht hätte verhindert werden können. Der Täter soll bei einem versuchten Munitionskauf aufgefallen sein, wie eine Polizeisprecherin dem slowakischen Nachrichtensender TA3 mitteilte. Dabei ging es um Munition für das Sturmgewehr AK-47 und nicht um Platzpatronen. Nach Angaben der Polizei in Bratislava habe man diese Information unverzüglich der Polizei in Österreich übermittelt. Wie konnte es also sein, dass der Angriff trotzdem durchgeführt werden konnte? Und die eigentlich noch wichtigere Frage ist: Weshalb finden sich immer wieder Menschen, die bereit sind,
den Weg der Militanz zu gehen. Liegt es vielleicht an der Wahrnehmung, dass Muslime durch Politik und Medien ständig dämonisiert werden? Liegt es vielleicht daran, dass mittlerweile alles, was mit dem Islam zu tun hat, als ein riesiges Problem dargestellt wird? Kopftuch, Gebet, Fasten, Moscheen, alles Mögliche. Es wird wirklich nichts ausgelassen. Oder liegt es auch vielleicht daran, dass viele junge Muslime mit Kriegsbildern aus Afghanistan, Irak, Somalia, Syrien, Mali und so weiter aufgewachsen sind? Liegt es vielleicht an dem Gefühl der eigenen Ohnmacht und dem Gefühl, keinen anderen Ausweg mehr zu sehen? Und nein, all das berechtigt niemanden, andere Mitbürger anzugreifen. Aber anstatt immer wieder reflexartig die eigene polarisierende Politik voranzutreiben, sollte man sich vielleicht endlich fragen, wie es so weit kommen konnte. Wo die Politik falsch abgebogen ist und diese Leute quasi verloren hat. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht nur deplatziert, sie spitzen die Situation nur noch weiter zu. Noch nie hat man durch die Marginalisierung ganzer sozialer Gruppen irgendein Problem gelöst oder den gesellschaftlichen Frieden bewahrt. Wie es anders gehen kann, sieht man in Teilen in Deutschland. Auch hier kritisieren wir regelmäßig die sogenannte Integrationspolitik, die im Grunde genommen nichts anderes als eine Assimilationsagenda ist. Dennoch gibt es auch positive Beispiele und gerade in so einer angespannten Situation sollte man sich diese genauer anschauen. Das Positivbeispiel, auf das ich hier hinaus will, ist der Umgang der Berliner Behörden mit Rasmus Paludan. Er ist dafür bekannt, öffentlich Korane zu verbrennen und islamfeindliche Kundgebungen abzuhalten. In Dänemark wurde er bereits rechtskräftig verurteilt, weil er gegen den Rassismusparagrafen verstoßen hat. Paludan wollte Ende Oktober in Neukölln demonstrieren. Ihm wurde allerdings am Flughafen Tegel die Einreise verwehrt. Als er dennoch versuchte, illegal einzureisen, nahm ihn die Polizei kurzzeitig fest. Man werde es nicht dulden, dass Berlin Paludans Bühne für Hetze und Propaganda wird, so die Senatsinnenverwaltung. Die Berliner Sicherheitsbehörden waren über das Vorhaben informiert und verwehrten ihm also die Einreise. Das Verbot war bis zum 31. Oktober 2020 gültig. Der Bescheid wurde ihm vom Bundespolizisten überreicht, während er noch im Flugzeug saß, so der Sprecher der Senatsinnenverwaltung für Inneres und Sport. Paludan wollte sich damit jedoch nicht zufrieden geben und nahm deswegen nach seiner Rückreise umgehend den Landweg und reiste nach Berlin. Polizisten nahmen ihn in Berlin-Tiergarten fest und nach der Festnahme hat das Landesamt für Einwanderung das Verbot der politischen Betätigung ausgesprochen. Das heißt, Paludan sind öffentliche Auftritte wie Reden oder Protestläufe untersagt. In Paris wurde ihm das ebenfalls untersagt, jedoch mit dem Hinweis, dass generell keine Demonstrationen aufgrund der Corona-Lage erlaubt wären. Die geplante Aktion sollte natürlich nur dazu dienen, zu provozieren, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen und noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Sowas bringt weder der Mehrheitsgesellschaft noch uns Muslimen etwas und deswegen ist das Vorgehen hier ganz klar zu loben. Eine sinnvolle Entscheidung, die das Ziel hat, zu deeskalieren und den gesellschaftlichen Frieden zu erhalten. Deswegen ist unsere Botschaft ganz klar. Niemand hat damit ein Problem, wenn ein Staat versucht, seine Bürger zu schützen. Das ist die Natur der Sache und muss auch so sein. Aber wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen lediglich dazu dienen, eine weltanschaulich-religiöse Gruppe in ihren Rechten zu beschneiden, sie als Feindbild zu markieren und durch spezifische Straftatbestände zu diskriminieren, dann können wir dies selbstverständlich niemals hinnehmen. Und wir werden alle legitimen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nutzen, um dem mit aller Kraft entgegenzuwirken. Auch die Mehrheitsgesellschaft sollte hier aus der Geschichte lernen. Wehret den Anfängen, das hat man uns in der Schule beigebracht. Wie wichtig hierbei auch die gesellschaftliche Verantwortung ist, zeigt uns ein Tweet der Rundfunkjournalistin Melissa Chan, die aus Hongkong stammt und für DW News Asia tätig ist. Sinngemäß sagte sie, als der Staat zuerst gegen Tibet vorging, schwieg die Mehrheit. Dann ging der Staat gegen die Uiguren vor und die Mehrheit schwieg erneut. Und als dann im Zuge der Corona-Pandemie die Rechte der Han-Chinesen mit brutalsten Mitteln eingeschränkt wurden, wie unter anderem, dass Ärzte und Journalisten schikaniert wurden, nur weil sie Informationen zum Virus herausgaben, dann letztendlich niemand mehr übrig war, der sich für sie einsetzen konnte.